Guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum... Was ist denn? Nichts dazu. Mach weiter. Genau, alles gut? Alles gut, alles gut. Ja, was? Ne, genau. Lass du übernährisch? Nö, nö, ich hab hier das neumodische WhatsApp. Alter. WhatsApp. Ach so, wir sollen in so einer Gruppe hier immer lächeln und so, und da kannst du... Alles klar. Na, pass auf, aber trotzdem herzlich willkommen zurück zum Forst und so weiter. Und passt mal auf, meine lieben Freunde. Mit dem Günther. Mhm. Kannst rauskommen. So, pass auf, meine lieben Freunde. Wir haben die Schnauze voll. Es reicht. Es ist irgendwann, ist das Maß voll, es ist ein Level erreicht, da hat man keine Lust mehr. Ne? Kann die Firma zu. Nee. Mist. Ich hab ein Dings angerufen. Von der Werkstatt. Hier in. Wie ist denn? Klaus Philipp, Achim. Ach so, ja, Peter meinst du? Peter, ja. Na, so, ja. Ich hab gesagt, den Johnny bringe ich jetzt zurück. Und zwar dreckig, wie er ist. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Da geht ständig was anderes nicht an dem Ding. Irgendwas haut ja mit dem Kabelbaum nicht rum. Entweder haben wir hier so eine Dreckskatze, die hier die Kabel durchgebissen hat und draufgesägt, dass hier alles durcheinander gekommen ist oder so. Ich weiß nicht. Da geht kein Licht an der Karre. Da geht kein Rücklicht an der Karre. Geht kein Aufblendlicht an der Karre. Es ist alles zum Kotzen. Und das geht mir echt auf den Sack. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab den angerufen. Ich hab gesagt, lass dir was einfallen. Ich bring das Ding zurück. Und zwar heute noch. So, dann hat er gesagt, ja, ab 8 Uhr. So, Fakt ist eins. Wir fahren jetzt hin, Günther. Ja. Und, was ist los, Günther? Nix, ist alles gut, du Manni, alles gut. Ist wirklich alles gut heute? Alles gut. Na, ich weiß nicht. Du wirkst so... So? Naja, ich weiß auch nicht. Mensch, komme ich einmal hier mit glücklicher Laune zur Arbeit, ist glücklich. Es nicht gut. Komme ich besoffen zur Arbeit, ist es nicht gut. Ja, ja. Kannst du nicht recht machen, Mann. Es ist schon gut, Günther, wenn du glücklich zur Arbeit kommst. Das Problem ist nur, es ist was faul, wenn du glücklich zur Arbeit kommst. So, na, pass auf. Ich habe auch gleich gesagt, diesen dreckigen Arschloch-Frontlader hier aufbauen, den tun wir den auch gleich mit auf dem Hof klatschen. Kann er, was weiß ich, kann er zusammenflexen, kann den Schrott schaffen, kriegt er wenigstens noch 3,50 Euro. So. 3,50 Mark, wollte ich sagen, Entschuldigung. So, auf jeden Fall, das Ding behalten wir. So, der hat mich schon angerufen, der hat gesagt, der hat uns was hingestellt auf dem Hof. Wir sollen mal gucken, ob uns das genehm ist, dann wird er den Johnny zurücknehmen und wir sollen halt dann das Ding nehmen. Ja, hoffentlich hat er uns jetzt keine Schrotthaube hingestellt. Naja, das wisst ihr nun auch nicht. Naja, aber das machst du dann, dann nehme ich da hackt man mit der Axt vorne das Tor ein, fertig ist. Ja, wenn er uns verscheißern will, der Klops klauen. Beim Johnny oben links, da geht schon die Verkleidung ab. Entschuldigung. Kümmer. War das ein kleiner Krummelbrummel, den du da rausgelassen hast? Der ist so aus Versehen entfleucht. Naja, sag mal, hast du Bulette gefressen? Junge, in der Karre macht's. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein, Günther. Das waren die Guten von der Frau mit viel Kuchen. Boah, Alter, ich krieg keinen Kotzkrampf. Alter, rülpst der mir die Bulette in die Fresse hier. Boah, sehr ekelhaft. Und gestern hatten wir noch 3 Bockwürste wahrscheinlich. Boah. Schon mal so einen richtigen Bulettenaufstoßer gehabt? Boah, Junge. Ja, ja, ja. Den genießt der Mann noch ein paar. Mensch, was ist denn da? Das Andreas Kreuz, das ist schon weiß und rot und das übersieht er immer noch. Andreas, ich sehe ja keinen Andreas, Junge. Scharfe Rechtskurve. Oh. Außerdem, der am Kreuz hieß gar nicht Andreas. Hä? Nee. Der ist Jesus, ne? Ja, der langhaarige Mettler. Junge. Das war bestimmt auch so ein richer Kopfschüttler. Ja, Headbanger nennt man die doch, oder? Headbanger. Wieso ist so ein Headbanger Günther, ne? Nee. Du gehst ja zum Splash, he? So ein bisschen Hip-Hop-Stance, oder? Ja. Aber am liebsten höre ich die gute alte Heimatmusik, ne? Die Volksmusik da. Du bist doch einer, der, weißt du, ach guck mal, was haben wir jetzt? Ui, aber was ist noch nicht um 8? Ist mir egal, da spring ich jetzt über den Zaun, du. Ja, ich geh mal rein. So, warte mal, das Ding können wir ruhig laufen lassen, dass das Ding wenigstens noch Diesel alle ist. Wenn ui, na guck mal an. Hallo. Da musst du den auch mal zusammengepfiffen haben, dass so ein tolles Ding. Ja, den hab ich schon richtig einfach. Ach guck mal, das ist sogar der... Mach ich raus, Junge. Warte mal eben. Das ist sogar der Frost. Alter. Das ist der... Das ist der... testen. Ja, weil das ist der... Das ist der 1800 in der Cooler mit der Forst-Edition. Alter, mir schwillt der Sack, ey. Das ist ja mal was.
Lecko Mio! Das ist doch die Silver Edition hier. Sag mal, wie viel. Der hat doch bestimmt. Der hat doch. Warte mal. Warte mal, da muss ich doch gleich mal gucken. Der hat doch bestimmt. Warte mal. Wo ist denn das? Ja. 210 PS hat der Günther. Oh, Alter, bist du nicht ganz sauber. Mach das Ding nicht kaputt. Alter, hör auf. Ich kann gar nicht hingucken. Günther. Günther. Der Dinger Günther, Alter, Günther. Ich fahr mir doch nicht von der Augen, du. So, warte mal. Da will ich aber mal einsteigen. Boah, der Sound, hä? Boah, Alter, da hörst du gleich. Da schreit er. Lecko mir. Boah, Manni. So, bin ich gewöhnt, dass das so geht. Das bin ich gewöhnt. Aber auch ein Manfred gewöhnt sich dran. Das müssen wir jetzt melden. Oh, oh Junge, guck dir das an. Manfred im Intercooler. Bin ich gegen den Günther gefahren. So, naja, ich würde aber sagen, nichtsdestotrotz, wir müssen mal gucken, dass der uns hier endlich mal das Dorf macht. Der Franzenheini. Ja. Boah, das denn geht, Alter, der zieht durch. Das ist der Hit, oder? Boah, da kommt doch immer mal ein schwarzes Wölkchen aus dem Auspuff, ne? Ich seh's da. Alter, Lecko mio, da weißt du ganz genau, da wird mehr Diesel eingespritzt wie verbrannt. Genau so muss das sein. Der hat aber keinen Rußfilter. Oh. Lieber zu viel wie zu wenig, sag ich immer. Was sag ich dir? So, ich bringe jetzt den William aus der Werkstatt hier. Der soll jetzt mal das Tor machen. Ist doch offen, Junge. Ach so, ist schon offen, okay. Guck mal, der hat sogar, warte mal, der hat sogar Sachen. Du kannst sogar Sachen machen. Ja. Du kannst das Fenster runter machen, ja. Hat er nämlich. Warte mal, hier hinten können wir ein bisschen aufmachen. Mal ein bisschen runterleiern. Können wir ja auch mal aufmachen hier, das Türchen. Oh, guck hier. Alter, ganz was Feines ist das, sag ich dir. Ganz was Feines. Alter, ich schau mich weg. Ja, was denn? Da kannst du, guck mal. Funny. So, fährst du nicht rückwärts wie ich. Guck's dir an. Wo bist du denn? Ich hab das Ding in den Johnny verkauft, du. Echt jetzt, hä? Ja. Ding muss weg. Was machst du denn da? Ich fahr rückwärts. Ich bin ja bei der Kirmes, aber auch das ist gut. Fahr vorwärts mit dem Ding, du. Ich fahr rückwärts. Guck hier, wie ich rückwärts fahr, Junge. Jetzt guck doch mal. Ich seh's, du hast die Tür noch offen, du. Ne, guck doch mal, wie ich drin sitz. Hä? Junge, Kinder. Was ist das denn? Ja, Kinder. Nö, schade, du. Tür schließen kann ich aber. Der hat eine Fortrichtungswechsler. Pass auf, guck rein. Guck rein. Kinder, pass auf. Ich seh's, ich seh's. Oh, du bist verschwunden, Money. Nee, ich bin noch da, ich bin noch am Sitz. Muss er umstellen hier. Zack, da bin ich wieder. Ach. So, ist das geil? Ist das geil? Das Wunderbärchen. Das ist geil. Pass auf, wir brauchen noch was. Und zwar brauchen wir ein kleines Teilchen. Kleines Teilchen. Was hat er denn gesagt? Hat er was gesagt, wie ich noch Kohle? Ja, 155.000 hat er uns für das Ding noch gegeben. Doch. Naja, aber sollen wir wieder das haben oder was? Nö. Nee, ist für uns so. Ach Quatsch. Ja, ich hab gesagt, ich soll ja mal. Kannst du nicht so einen Schrott verkaufen hier? Was denn? Och. Ange bringt noch was in der. Ange ist. Naja, Ange ist heute. Wer ist heute? Ange, gib mir meine Tasse. Ange, bei meiner Tasse wäre auch sehr ungemütlich. Aber was machst du denn da? Was denn? Was du? Danke, Ange. Da hinten dran. Heiß, Ange! Das geht ja hinten dran, du. Mensch. Mensch, ja. Ja, deswegen der Fortrichtungswechsler, du Bimmel. Ah, nice. Wunderbärchen. So, ey, ist ein Träumchen, oder? Das Fläumchen. So. Boah, da qualmt, Junge. Da geht der Diesel durch. Das ist doch geil. Das ist wunderbar. So, Mutant. So, während du noch unterwegs bist, setze ich mal eben hier den Wagen und. Kehrt rund. Gib mir erstmal ein blondes. Ja, boah, Alter, ist das denn geil. Puh. Da. Auch verkehrt rum. Sag mal, ich komme hier nicht aus der Hefe. Hoppa! Ach Mensch, Kerl. Gucke doch, wo du hinfährst. Hier ist Forstbetrieb, Mann! So, ich komme zur Firma, Günther. Mach das, Manni, mach das. Vor allen Dingen, ich könnte kotzen, gell. Wir müssen mal hier die scheiß Paletten hier in Ordnung bringen. Der Benedikt hat mich schon angerufen, der geht mir so auf den Nusskasten. Wir müssen den irgendwas bringen. Irgendwas müssen wir den liefern. Und wenn es die scheiß Hackschnitzel sind.
Guck mal, dadurch, dass wir ja ein bisschen gepennt haben und alles, ist der Bunker müsste voll sein. Ich hab gedacht, scheiß drauf, Alter, und hab den Hackschnitzler nicht ausgeschaltet, wo ich hin bin, hab ihn laufen lassen. Ich seh's doch. Ich weiß, war Risiko, Günther. Ich weiß. Wenn der heiß geworden wäre, die Koche wären weggebrannt. Alter, ich hab nur drauf gewartet, dass im Dorf die Sirene angeht. Ja. Und dass anrufen Günther, Manfred, euer Hackschnitzler steht in Flammen, Drama, kommt vorbei. Aber ist alles gut gegangen. Und manchmal, sag ich immer, muss man einmal ein bisschen Risiko gehen. Günther. Ja. Boah, das Alter, das Ding ist der Polo! So. Was hast du denn, Günther? Ich hole hier gerade den Radlader, ne? Wir müssen das da mal, wissen der? Das mal leer kippen, ach, damit der weiter produziert, du. Sag mal, wo ist der LKW? Pumps. Hä? Wo ist der LKW? Steht irgendwo am Graben. Ach, der LKW steht da. Der LKW ist ja noch ganz oben. Was macht der LKW da oben? Hä? Ich weiß ich nicht, du. Hattest du ihn da nicht hingestellt? Warum denn? Ich weiß nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja. So, ne, ich bring die mal runter. Ich bring die mal runter, Günther. Ja, mach das mal, du. Mach schon hoch. Das verstehe ich jetzt nicht, was der LKW hier macht. Also ich sage euch immer, nee, ich verstehe das nicht. So. Och, hier liegt unser Holz, Günther. Hier liegt Zeug. Oh, wir haben ja die Hälfte verloren. Ey, da müssen wir mal gucken, da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen. Das müssen wir auch schon wieder mal aufladen. Aha. Ja, ich denke, das machst du. Ja, klar. Da. Die Stämme brechen uns noch das Genick, das sag ich dir. Diese scheiß 25 Baumstämme da. Versteh das auch nicht, warum der so viel haben will, du. Na, weil der nur Großaufträge macht, die Rich Bitch. Hab schon fürs Blech gelernt. Das sagen die nur sowas, ja. Crazy, Motherfucker. Yeah, I know and I bang your mom und so. Keine Ahnung, was das heißt. Ja, ja, ich hab keine Ahnung. Und Richie Bitchy und das sowas haben die. Das sind ja Ausdrucksweisen. Kannst du ein bisschen Englisch, Günther? Was ist denn das? A little bit, du, a little bit. Der eine hat immer gesagt, I bang your mom, wenn du have dicke boobs and my cock is a swallow between in the boobs middle. Swallow. So, und da hab ich zum gesagt, schaller dir Kleine, wenn du mich nochmal hier volllaberst mit deinem Mundboobs. Du Sprallo. Ja, ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß, Alter. Die sind da alle bekifft, da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, sie hat, ja. Und dann stehen die alle da, wisst ihr wie? Und dann immer mit dem Arm hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kopf am Wackeln, ne? Ja, ich weiß, warum die das machen. Weil eben so ein Vollhunk auf der Bühne steht und macht's ja vor. Ich war ja hier, ich bin ja mit meiner Tochter extra dorthin, die wollte das ja unbedingt so. Und hab ich gesagt, Manfred. Tochter? Nein. Manni, die war aber beim letzten Firmenfest nicht dabei, du. Genau. Auf dünnen Eis sollte man nicht springen. Und du versuchst gerade einen Trampolin aufzubauen. Auf dem Eis. Auf dem Eis. Also eigentlich nur auf dem Wasser. Sag mal, was ist denn hier los? Dann Joel entspinnt wo rum, haut er irgendwas mit der Zündung nicht hin. Das ist gerade wieder ausgegangen, das gibt's doch gar nicht. So, du hast das im Griff hier, du haust die Dinger voll? Ja, eins ist schon voll, du. Ey, Quatsch. Ja. Ist nicht schlecht. Kann der Spinner nicht mal rankommen, die abholen. Sei ein bisschen nett zum Veneter. Du weißt. Okay. Genau. Meinst du so unter Zukunft der Firma oder was? Nee, na klar. Nee. Na guck mal, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt hier, ich würde das jetzt auch einfach mit dem Traktor. Hä? Ich würde das einfach mal so stehen lassen jetzt hier auch mit dem Geld. Ey, wir sagen da nicht. Willst du da was sagen? Nö, oder? Wir sagen nicht. Nee. Sag mal, was machst du denn da? Achso, du hast noch hier. Achso, na warte mal. Das wüsste ich nicht, sorry. Wie viel ist da denn noch drin? 66% steht hier auf meinem Display von Tatra. Da krieg ich voll, du, warte mal. Guck mal, ich habe mir eine neue Tasse geholt. Da ist der Mickey Mouse drauf. Oh, was macht denn das? Was denn mit Mickey Mouse? Jetzt sind es 80%. Da geht noch was.
Es ist ja dieses Jahr dieses dieser Event da, ne, wo mein Junior hingeht, oh, weißt du? Was ich meine hier, wo die ganzen Leute sich da treffen und immer da am PC und PlayStation spielen, du, Quatscher. Weißt du, was ich meine? Ach ja, warte. Och, warte. Groß im Fernsehen schon. Ja, ja, de, na komm doch, Mensch, Günther, Manfred, steig an. The Games kommen, ja. Ja, oder? Genau. Alles klar. Ich kenne mich aus. Ich bin up to date, Sachen der Jugend, ne? Mir wünscht sich dieses Jahr ein T-Shirt, du. Das muss ich mir besorgen. Was, ein Günther Manfred T-Shirt? Ja, auch, aber eher so ein Call of Duty T-Shirt. Ach Quatsch. Ist voll, kannst du nehmen, du. Also ich sag dir eins. Ich würde unten mal ein paar mal hier auf den Link mehr zeigen anklicken und würde da mal auf den Link gehen, Shopseite, und da gibt's eine Special Edition von uns zwei Günther. Da gibt's ein T-Shirt vom Günther und vom Manfred zusammen auf einem T-Shirt mit einer Axt und einer Kettensäge. Das glaubst du nicht. Ja, wunderbar. So, da, und? Bevor wir jetzt weiter, soll ich das noch oben hinkippen für die Platten oder? Warte mal, ich gucke mal, wie viel. Boah, Alter. Ich gucke mal, wie viel im Häcksler noch ist. Wie viel Gras ist jetzt insgesamt drin? In den zwei Mulden. In den zwei Mulden insgesamt habe ich hier 90.000. Ja, die 95 haben wir nochmal hier, dann können wir das noch fahren. Dann fahre ich da mal hoch, du. Nee, ich weiß ja nicht, was du machst. Fahr's ruhig hoch, aber ich gehe erstmal schön einschlafen. Ich auch, du. Hab schon kühl gestellt, du. Es gibt nichts Schöneres, Günther. Der ist Money, wann wackelst du mit dem Arsch so hin und her, du? Wie lange hast du denn schon wieder nicht? Meine Fresse, ey. Junge. Muss ich wieder einen Schafstall da jemand absperren, oder? Müsst ihr wieder früh reinkommen und ein Schaf steht in 4 Gummistiefeln. Dass ich nicht abhauen kann. So, was? Ja, Alles klar, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir würden uns mal verabschieden und wir hoffen wirklich stark, dass ihr mal auf der Shopseite vorbeiguckt, wenn ihr Lust habt. Und wir hoffen natürlich noch stärker, dass ihr mal das Däumchen nach oben gibt, wenn euch das Ganze hier gefällt. Schaut beim Günther vorbei und in der Videobeschreibung natürlich auch unser Auftraggeber, der Herr Beneter. Der freut sich auch über Besuch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.